Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cleo. Ich bin immer, jedes Mal, wenn ich die Aufnahme starte, klicke ich kurz aus dem Spiel raus, um zu gucken, dass im Aufnahmeprogramm alles gut ist. Und dann will ich spielen und es geht nicht, weil ich ins Spiel zurückklicken muss. Es ist verhext. Es ist verhext. Leute, wir brauchen ein persönliches Opfer. Wir haben nichts. Wir haben alles abgesucht. Aber wir haben ein Buch. Ich habe noch was gesehen. Im Hochladen der letzten Folge. Falsche Taste. Geht auch. So, guck mal. Ja. Da ist ein Hinweis. Und wir haben ein Tagebuch. Ein persönliches Opfer. Also gut. Was für ein Tag. Hätten wir es, ich hätte es vorher noch mal lesen sollen, oder? Jetzt wird es schwierig mit Lesen, befürchte ich. Wir gucken mal. Tab. Ja. Nun. Das ist ein bisschen schwierig zu lesen. Aber das sollte unser Cocktail sein, oder? Was halten Sie von einem? Oh, das ist so traurig. Nein. Modifier ist ja die Asche. Der Flavor ist persönlich. Gut. Der arme Automat. Es war mir eine Ehre, Cocktail. Cocktail ist tot. Also gut. Runter damit. Wie? Ich muss doch an den Beach. Das ist doch kein Beach. Das ist doch ein Oh. Ich würde sagen, wir gehen zurück ins Jenseits. Ich würde gern wissen, ob ich die alle entarchivieren kann. Wisst ihr, wie ich meine? Aber dann hätten wir auch eine massive Überbevölkerung im Jenseits. Es hat geklappt. Der Cocktail wirkt. Die Frage ist, wie lange ich Zeit habe. Nur vorübergehend. Ja, das hast du vorher jetzt nicht so richtig gut durchdacht, ne? Leo, Liebchen. Wenn ich dieses Archiv richtig verstehe, dann lagern hier die vergessenen Seelen der Verstorbenen. Genau, so habe ich es auch verstanden. Ihr müsst ja jetzt nicht um Milele sitzen, ne? Oh nein, sie hat schon angefangen. Ich muss sie irgendwie aufhalten. Verbindungskasten? Ein ziemlich schlecht isolierter Verbindungskasten. Das Kabel führt hoch an das Kommunikationssystem. Nur das Kragenfutterset. Kann ich da... Ich kann auch nichts mitmachen gerade. Zettel ansehen. Afonso. Oh, huch. Oh, ich habe so viel rumgeklickt, wild und willkürlich, bis ich die Büroklammer bekommen habe. Das habe ich sehr gut gemacht. Ich bin ein sehr guter Videospielspieler. Ich gehe besser nicht weiter. Die Alte soll mich nicht sehen. Wir gehen nicht zu Madame Jumilele. Ein ziemlich... Das kann... Ah. Ich gehe besser nicht. Die Alte soll mich... Dafür habe ich sie doch jetzt abgelenkt, dachte ich. Ah, okay. Eingabefeld. Afonso hat die 1365, aber wenn ich jetzt Afonso aufrufe über das Tastenfeld. Er ist ja in der Bar, die will ja alle archivieren, die in der Bar sind. Weiß nicht, ob das richtig ist, aber wir probieren es mal. 1365. Das war ganz sicher die Nummer, die auf dem Zettel stand. Irgendetwas scheint noch zu fehlen. Und so
Hickory. Ich mag ihr Gesicht. Sie erinnert mich von den Gesichtszügen so ein bisschen an den Sumpfling. Das war ganz sicher die Nummer, die auf dem Zettel stand. Irgendetwas scheint noch zu fehlen. Ich glaube Z wahrscheinlich. 1365 oder Z1365? Ich habe keine Buchstaben jetzt gesehen. Sind da noch Symbole? Hier ist nur so eine Kugel. Ich gehe hier. Zettelverbindungskasten. Afonso Zachary. Ich verstehe halt auch gerade nicht, warum ich Afonsos Nummer da eingeben soll. Ich gehe die 1365. Entzieh das Kabel. Ich gehe besser nicht die. Falsche Taste gedrückt, richtige Taste gedrückt. Da sind Symbole drauf, ne? Ja, hier ist aber nur so eine Kugel drunter. Oh! Kann an dem Verbindungskasten auch rummachen. Okay, dieses, dieses und dieses und dann die ID. Habe ich mir jetzt leider nicht gemerkt. Ich probiere es mal. Das war dieses, 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 1365. Jo, ich hab's mir richtig gemerkt. Ich bin der weltbeste Adventure-Spieler von ganzen Welt her. Was zum? Das ist echt unfassbar. Hey! Mach sofort das Fenster wieder zu! Ah, deswegen rufen wir Afonso. Wegen Affenchaos. Ha, Afonso. Er kann es sich einfach nicht mehr abgewöhnen. Was für ein Chaos. Jechumilele versuchte verzweifelt, die umherfliegenden Dokumente zu fangen und irgendwie die ihr so wichtige Übersicht zu behalten. Doch etwas verlor sie dabei aus den Augen. Die Vollmacht. Cleo zögerte nicht lang und ließ das machtvolle Dokument durch den Schredder gleiten. Bevor der Cocktail seine Wirkung verlor, entwendete Cleo, genau wie Teddy McAnally damals, ein Dokument aus dem Jenseits. Doch sie versteckte es nicht. Sie ließ es für jemanden gut sichtbar zurück, bevor sie McAnally Palms verließ. Cleo kam wieder nach Hause, doch ihre unglaubliche Geschichte erzählte sie nie jemandem. Sie erzählte von Malteseus, dem segelnden Cocktailmixer mit atemberaubenden Rezepten aus aller Welt. Sie erzählte von Knotenjoe, der alle 605 Knoten der 55 Knotengroßmeister knoten und innerhalb von Sekunden lösen konnte. Von Erik, dem begnadeten Kraken-Vorderspieler, der ihr die Regeln und alle Tricks beibrachte und nie gegen sie verloren hatte. Sie erzählte von Pete, dem talentiertesten Fischer der Meere, der genau vorhersagen konnte, wann und wo ein Fischschwarm auftauchen würde. Und natürlich erzählte sie von Avery Orwick, dem größten Abenteurer aller Zeiten. Und wie er ein Dutzend Zyklopenkrebse und einen schwarzen Riesenleguan überlebte. Nun
Zurück zu meiner anfänglichen Frage. Was ist das Wichtigste an einer Geschichte? Ich denke, das Wichtigste an einer Geschichte ist ihr Zuhörer. Schön! Und natürlich eine bezaubernd markante Erzählerstimme. Ja, okay, da kann ich auch ganz gut mit. Dankeschön fürs Spielen, das war ein sehr plötzliches Ende. Bin ich selber gerade ein bisschen überrascht, aber so schön. Ein schönes kleines Spiel, muss ich sagen. Ein schönes kleines Spiel. Ist ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Christoph Schulz. Eine One-Man-Show sozusagen. Story, Illustration, Animation, Coding und Musik. Alles von Christoph Schulz. Christoph Schulz, ganz großen Shoutout an der Stelle. Und Niki natürlich auch. Spezieller Dank. Also muss ich sagen, für eine One-Man-Show. I'm down here. Oh, ein schönes Lied. Ist das auch Christoph, der hier singt? I lost track. Saving my butt on the translation. Schön. I can't hear what I say. Were the words even those that I meant them to be? When the water got me and the wave pushed me into the corner. Hat jemand ein Ohr gemalt? Franziska Friede, Synchronsprecher, eine ganz, ganz tolle Arbeit abgeliefert, muss ich sagen. Hat Stromsky auch schon in den Comments geschrieben. Die Synchro ist fantastisch. Andy Curry Horst Müller, das gefällt mir sehr gut. Say farewell. Written and performed by Christoph Schulz. Er hat echt alles selber gemacht an dem Spiel. Fantastisch. Also die Kickstarter, die Bäcker. Gucken wir mal, ob wir Namen kennen. Ich schwätze jetzt hier einfach drüber, ne? Ihr wisst, wie es ist auf YouTube mit Musik und so. Wenn ihr das Lied in Gänze hören wollt, kauft euch das Spiel. Jetzt habe ich noch keinen Namen gesehen, den ich kenne. Oh, es ist auch sehr viel. Versuche so ein bisschen zu überfliegen in allen Reihen, aber ist ja quasi gänzlich unmöglich. Wie viele 100 Menschen hier gebackt haben, das finde ich sehr, sehr schön. Ein sehr schönes Lied. Kitty Samtpfote. Max Gaming Corner. Es sind einfach zu viele Namen, als dass ich da jetzt wahrscheinlich die 5 oder 6 rausfinden würde, die ich aus der Community kenne, wenn da jemand aus der Community gebackt hat. Dafür ist es einfach jetzt zu viel auf dem Screen. Aber hey, das gehört bei so einem Spiel halt wirklich dazu. Also, es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist deutlich einfacher als die klassischen Point-and-Click-Adventures, die wir so kennen. Ja, es ist deutlich einfacher. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das tut dem Spaß für mich keinen Abbruch. Es war ein sehr liebevolles Spiel. Story schön designt, die Charaktere ganz, ganz toll, die Dialoge spitzenklasse. Also, alles in allem ein absolut lohnenswertes Spiel, das ihr euch gerne für wenig Geld auf Steam holen könnt, um es selbst zu spielen. Ich würde gerne eine Sache probieren, noch bevor wir Feierabend machen. Es ist eine kurze letzte Folge, aber hey, was soll's. Ist halt so. Ich drücke mal aufs Spiel fortsetzen. Ich frage mich, ob es noch andere Enden gibt, aber man konnte ja im Prinzip... Kann ich vielleicht noch eine andere Nummer rausfinden, wen ich hier rufen könnte? Es hat geklappt, ich hoffe... Oder ich hätte mir wahrscheinlich... Vielleicht hatte ich aus dem Archiv eine Nummer. Und hätte sie mir merken müssen. Um hier vielleicht jemand anderen zu rufen. Wisst ihr, was ich meine? Oh nein, sie hat schon angefangen.
Na, ich kann jetzt hier wirklich nur an Afonso ran. Da hängt ein 1365. Man könnte jetzt natürlich versuchen, random irgendwelche Nummern hier einzugeben. Ich probiere einfach mal eine oder zwei aus. So. Wie war das noch? Das, das und das. Okay. War in der ersten Reihe, wenn ich mich recht entsinne. Okay, okay, okay. Ab ans Tastenfeld. Genau, das war das, das und das. Und dann nehmen wir die 5, 9, 4, 2. Ich glaube nicht, dass sie hier jetzt noch andere Charaktere eingebaut haben, die man hier hätte rufen können. Was ist das überhaupt für eine Sauerei? Ich dachte, die hat so einen Bock auf Ordnung, die Yichumilele. Na gut, wie dem auch sei. Meine lieben Freunde, das war Let's Play Cleo: A Pirate's Tale. Ein wunderschönes Spiel. Ich kann euch nur empfehlen, kauft es euch selbst. Es gibt sehr, sehr viele schöne Achievements, die man handeln kann, wenn man Achievement Hunter ist. Weiß nicht, ob ich das noch mache. Ich mag das eigentlich auch sehr gerne, wenn ich so ein Spiel vollständig habe. Gerade so ein schönes Spiel wie Cleo. Und da sind die Achievements auch nicht ganz so lästig und bäh. Wie bei vielen Spielen, wo man 1273 Sachen sammeln muss, für die man jeweils 2 Stunden braucht. Ist hier nicht der Fall. Also ich kann es euch nur empfehlen. Holt es euch. Ansonsten, ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst mir gerne, wenn ihr wollt, einen Daumen da. Abonniert den Kanal, kostet euch nichts, hilft mir sehr weiter. Wir sehen uns im nächsten Projekt hier auf dem Kanal wieder. Oder schaut euch eins meiner alten an. Ich mache den Dreck ja schon seit 10 Jahren. Ne? Also, vielen Dank, ihr Lieben. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.